Eckstoß für Homburg durch Westerbeek. Baranowski, der gute Mann, kommt an den Ball. Und Wohlert köpft das 1:0 für Homburg. Dieses schöne Tor noch einmal in der Wiederholung. Die Flanke von Baranowski und der Kopfballtreffer von Wohlert. Wohlert spielt auch in der nächsten Szene die Hauptrolle. Fritz Walter auf und da vorne mit einem Catchergriff bringt Wohlert Fritz Walter zu Fall. Da gab es nur eine Entscheidung. Rot für Wohlert. Ab der 27. Minute Homburg nur mit 10 Mann. Im zweiten Abschnitt setzte der VfB alles auf eine Karte. Gaudino mit einer herrlichen Aktion. 1:1 der Ausgleichstreffer. Es kam noch besser für die Stuttgarter. Sigurvinsson, Flanke Walter und Buchwald erzielt den 2:1 Führungstreffer. Wer glaubte, das sei der Sieg, sah sich getäuscht. Homburg gab nie auf. Und in der 64. Minute der Ausgleich. Ein tolles Solo von Martial, 2:2. Dieser Punktgewinn war verdient für Homburg, denn man spielte über eine Stunde mit nur 10 Mann gegen den VfB Stuttgart. Über den Platz.